Für Russlands Verteidigungsministerium steckt die Ukraine hinter einem weiteren Drohnenangriff auf ein Viertel in der russischen Hauptstadt Moskau. Auf Telegram kursieren Videos, die angeblich den Moment des Abschusses durch die Luftabwehr zeigen sollen. Dabei wurde die Fassade eines Ausstellungspavillons durch herabfallende Trümmerteile beschädigt. Alle Moskauer Flughäfen hatten in der Nacht zu Freitag zwischenzeitlich den Flugbetrieb eingestellt. Verletzte habe es nicht gegeben. In Russlands Großstädten läuft das Leben insgesamt weitgehend normal weiter. Um genug Soldaten für die Kämpfe, die schweren Kämpfe an der Front zu rekrutieren, lockt die russische Führung nun mit mehr Geld. Richtig viel Geld verdienen, wenn man in den Krieg zieht. Russland rekrutiert mit genau dieser Methode neue Soldaten. In seiner letzten Rede zur Lage der Nation bemühte sich Russlands Präsident Wladimir Putin sehr, den Krieg für potenzielle Soldaten finanziell attraktiv wirken zu lassen. Ich schlage vor, einen speziellen staatlichen Fonds einzurichten. Er soll den Familien gefallener Kämpfer und Veteranen der militärischen Spezialoperation Hilfe leisten und die Bereitstellung sozialer, medizinischer und psychologischer Unterstützung koordinieren. Die wichtigste Aufgabe des Fonds ist die Organisation der Langzeitpflege zu Hause. Hier konkrete Zahlen dazu, wie viel ein russischer Soldat während seiner Dienstzeit verdienen kann. Nach Abschluss eines einjährigen Dienstes erhält jeder Soldat eine Einmalzahlung von rund 1.830 Euro. Je nach militärischem Rang und Aufgabenbereich eines Soldaten liegt das monatliche Gehalt zwischen 1.910 und 2.270 Euro. Das ist mehr als das Dreifache des durchschnittlichen russischen Monatsgehalts. Es gibt außerdem Bonuszahlungen für besonders aggressives Kämpfen gegen die ukrainischen Streitkräfte und für die Eroberung von Gebieten. Für jeden Kilometer, den russische Soldaten in der Ukraine vorrücken, erhalten sie zusätzlich 470 Euro. Das Gleiche gilt für die Erbeutung oder Zerstörung von Waffen oder militärischer Ausrüstung, die von den ukrainischen Streitkräften verwendet werden. Aber wo Krieg ist, ist auch der Tod. Ich verstehe, wie unerträglich schwer es jetzt für die Ehefrauen, Söhne und Töchter der gefallenen Soldaten ist und für ihre Eltern, die würdige Verteidiger des Vaterlandes großgezogen haben. Es ist unsere Pflicht, Familien zu unterstützen, die Angehörige oder geliebte Menschen verloren haben. Wir müssen deren Kinder eine Ausbildung und einen Beruf ermöglichen. Um das zu erreichen, hat Putin das Sterbegeld für auf dem Schlachtfeld getötete Soldaten deutlich erhöht. Nach einem Erlass aus dem Kreml werden rund 47.600 Euro an die Familien jedes gefallenen Soldaten gezahlt. Aber es sind nicht nur direkte Zahlungen, mit denen die russische Regierung versucht, neue Soldaten zu rekrutieren. Es gibt auch eine Reihe von Sozialleistungen. Das russische Verteidigungsministerium gewährt finanzielle Unterstützung für die Anmietung oder den Kauf von Wohnraum. Außerdem erhalten Soldaten kostenlose medizinische Behandlungen und Reha-Maßnahmen in militärischen Einrichtungen und eine kostenlose Kranken- und Lebensversicherung. Aber auch deren Familien sollen profitieren. So gibt es Gutscheine für Kinderferienlager und der Nachwuchs russischer Soldaten wird bei der Vergabe von Studienplätzen an russischen Spitzenuniversitäten bevorzugt. Russland wird auf jede Herausforderung reagieren, denn wir sind ein Land, groß und geeint. Wir haben Vertrauen in uns selbst, Vertrauen in unsere Stärke. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Der Krieg gegen die Ukraine geht weiter und es scheint klar, dass Putin nicht die Absicht hat, aufzugeben, egal wie hoch die menschlichen oder finanziellen Opfer auch sein mögen. Und bei einem monatlichen Durchschnittsgehalt von etwa 630 Euro in Russland sind die finanziellen Anreize für einen Militärdienst für viele Menschen verlockend, unabhängig vom Risiko. Und die Lage in Russland beobachtet auch Alexei Jusupow. Sie leiten das Russland-Programm der Friedrich-Ebert-Stiftung und machen sich auch regelmäßig ein eigenes Bild vor Ort in Russland. Hallo. Hallo. Kommen Geld und Zusatzleistungen eigentlich wirklich bei den Soldaten in Russland an? Das tun sie. Das ist ein durchaus effektives Instrument der russischen Regierung,
eine, naja, de facto kommerziell getriebene freiwillige Rekrutierung zu organisieren. Man muss eins sagen, die Zwangsmobilisierung vom letzten Herbst hat dem System auch ein bisschen Angst gemacht, weil man gesehen hat, wie viel Panik das auslöst. Man hat also durchaus wieder ein Stück weit abgesehen von Zwangsinstrumenten und das System neu organisiert. Dazu gehören neue Gesetze, neue Datenbanken, eine Verzahnung von Kriegskommissariaten mit dem Grenzschutz, um auch eine massivere Flucht zu verhindern, sollte es zu einer Zwangsmobilisierung wieder kommen. Aber eine sehr viel wichtigere Säule, weil die eben funktioniert, ist diese kommerzielle, naja, auf Anreizen basierende Rekrutierung. Das Geld kommt dort an. Und man muss auch immer sagen, die Familien derjenigen, die mit diesem Geld im Angebot, auch mit dem Sterbegeld, was sehr, sehr signifikant ist, die Familien werden oft mit einbezogen in die Entscheidung. Und damit ist natürlich auch eine Kooptation möglich. Und es gibt nicht so sehr einen Dissens, wenn dann tatsächlich doch ein Leichensack und ein Sarg nach Hause kommt. Denn dieses Geld ist manchmal für die besonders sozial Schwachen ein Vielfaches dessen, was sie sonst verdient hätten in ihrer restlichen Erwerbstätigkeit in ihrem Leben. Das ist sehr viel Geld. Das kostet den Staat also Geld. Aber kann sich der russische Staat das leisten, noch mehr Geld dafür auszugeben? Wie ist die Kassenlage? Das ist eine Frage der Prioritäten. Stand jetzt ist es so, dass etwa ein Drittel des Budgets, man muss immer dazu sagen, spätestens nach dem Beginn des vollumfänglichen Krieges ist der russische Staatshaushalt immer mehr unter Geheimhaltung. Also wir müssen so ein bisschen schätzen. Aber etwa ein Drittel des Staatshaushaltes geht für militärische Ausgaben, fließt für militärische Ausgaben ab, ein Drittel für Sozialausgaben, die auch sehr viel wichtiger geworden sind, um die Lage zu stabilisieren unter denjenigen, die auch den Druck der Sanktionen spüren und des Wirtschaftsklimas. Und dann gibt es noch viel Spielgeld. Und bei diesem Spielgeld beobachten wir, dass es durchaus weniger wird. Daraus wurden früher Prachtevents und internationale Großereignisse finanziert, ob es Eurovision war oder Olympische Spiele oder große Wirtschaftsforen. Es gibt also eine durchaus koordinierte Ansage der Regierung. Dieses Jahr, nächstes Jahr wird es nicht dramatisch weniger werden, aber man sollte sich auf den Sparkurs vorbereiten. Und damit wissen wir auch, wie der Planungshorizont ist. Also 23, 24 hat der russische Staat genug Geld, auch für diese kommerziell getriebene Rekrutierung. Danach wird neu priorisiert werden müssen, beziehungsweise gekürzt werden müssen. Aber solange der Krieg Priorität bleibt, wird das Geld nicht einfach so ausgehen. Dann frage ich da noch mal nach, wie lange bleibt denn dieser Krieg Priorität? Beziehungsweise es gibt ja nicht so viele Signale, dass ein Ende des Krieges jetzt rasch erfolgen sollte von beiden Seiten. Welche Ziele verfolgt Russlands Führung im Moment? Nun, das Maximalziel von Moskau und von Wladimir Putin bleibt, ein Teil der Ukraine Russland einzuverleiben und für den anderen Teil, der unter der Kontrolle Kiews verbleiben wird, idealerweise eine Art Neutralität zu erreichen, also einen Beitritt zur NATO zu verhindern. Ob juristisch, also rechtlich, durch einen Verzicht darauf oder einfach de facto, weil die Bedrohungslage gegenüber der Ukraine sehr lange aufrechterhalten werden wird, das kann Russland auch tun, ohne eigene Truppen in der Ukraine zu haben. Das ist das Maximalziel. Und Moskau spielt weiter auf Zeit. Stand jetzt beobachten sie unterschiedlichste Stimmungsschwankungen, Bewegungen im amerikanischen Wahlkampf, die Wirtschaftslage in Europa und haben den Eindruck, dass sie am längeren Hebel sitzen. Ich würde also erwarten, dass wir hier über ein, zwei Jahre sprechen, wo Moskau durchaus gewillt ist, das einfach mal auszusitzen und zu beobachten. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Informationen, Alexei Jussupow.